Hallo Freunde, willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival 1.8 mit der Reforged-Eden-Erweiterung. Wir haben in der letzten Folge ein paar Ziraxe vermöbelt. In der Folge machen wir uns weiter auf dem Weg Richtung Polaris. Viel Spaß! Unser nächster Sprung würde uns theoretisch in das Polaris-Gebiet bringen. Deswegen würde ich sagen, starte ich jetzt einfach mal die Expeditionsquest. Wir sind ja hier in diesem F-System. Hier hinten, wo wir schon mal waren, ist auch noch ein F-System. Ich bin eben nochmal hierhin zurückgeworbt, habe die F-Quest gemacht und bin wieder hierher. Und jetzt habe ich die Kamera eingeschaltet, um euch hier mitzunehmen, wenn wir die Expedition in das Polaris-Gebiet starten. The Forge. Activate Mission, das machen wir jetzt einfach mal. So. Wir sollen also in The Forge fliegen, in das Gebiet der Polaris und da eine Trading Station finden. Dann springen wir jetzt einfach mal nach The Forge. Das ist ja die Polaris-Bubble. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Wir haben Dense Icefield 2, wir haben eine Trading Station, wissen wir nicht wem, wir haben eine Mining Site. Ich würde sagen, ich springe mal zur Trading Station. So, ja, Hackengas geben. Perfekt. Ja, schau dir mal an. Wir haben ein Distribution Center, wir haben ein Bounty Hunter Office, auch da schauen wir mal rein. Und eine Trading Station. Könnte ja nicht besser laufen. Dann nähern wir uns dem Objekt der Begierde. Schauen wir mal. Sollen mit unserem Kontakt auf der Station sprechen? Dann machen wir das mal. Die geht auch in den Kofferraum rein. Oh, ich habe ja immer noch Löcher. Da müsste irgendwo die Tür sein. Da nicht. Dann ist er auf der anderen Seite. Guten Tag. Das ist der Kontakt, da gehen wir gleich mal hin. Ich will mal gucken, was wir hier noch... Was ist das? Nitro Night Eis. Wow, kann man hier verkaufen. Eisstückchen kann man einkaufen für teuer Geld. Deuterium kann man auch verkaufen. Spannend. Da, guck dir das mal an, ne? Da kann man Geld machen. Da brauchen wir keine Kleinteile mehr zu verkaufen. Aber ich habe keine Ahnung, wo man das herkriegt. Sales, ja, at the Factions Distribution Headquarter oder ist Distribution Center, das ist mir klar. Weil, der will es ja hier haben. Nur, wo kriegt man es her? Oh, da ist ein Shin-Terminal. Haben wir Futter? Ich glaube, ich habe keins mehr aufgesammelt. Klosetten. Ja, doch.
sagenhaft. Nee. Doch, war fertig. Cell. Small Sealed Package Polaris Cell. Also kaufen kann man es nicht. I want to trade. Cell. Das hatte ich ja auch schon damals nicht kapiert, wie das funktioniert hat. Ich habe nicht die Required Reputation. How does all this work? Das ist eine gute Frage. Trader Guild, okay, ich dachte, ihr seid Polarisse, ne? Head to a distribution headquarter in a trading station sector inside Trader Guild Space. Aha. Trading Station Show, aber ja, okay. Speak to the traders, therefore faction you want to bla bla bla. Okay, wir müssen also in Trading Guild Sektor gehen. Das ist Traders Guild halt. Da irgendwo Trade Guild. Da drüben. Da macht es Sinn, solche Quests zu machen, wenn man einen entsprechenden Warp-Antrieb hat. Ich glaube, ich habe es jetzt kapiert. Lesen kann helfen. So, Polaris-Kontakt. Hello! Ich soll mich hier im Auftrag von der UCH melden. What? Ja, okay, ich kaufe das jetzt für 3 Millionen. Misplaced, ganz klar. So. Alles klar. Ich schieße alles über den Haufen, kriegen wir hin. Was? Luckily, ja. Nearby K27 Class System in Polaris Territory. K2-7, kriegen wir hin. Ich bin jetzt nur ein bisschen empört, dass ich auch noch 3 Millionen Credits bezahlen muss, dafür, dass ich den Kram suchen muss, mein Freund. So, was willst denn du? Ich kann Technical Narcotics, Tribal Furnishing, habe ich an Bord. Workshift Data, Engines, Relics. Tribal Furnishing habe ich ein bisschen. Nicht viel, das meiste fährt auf der Hauler rum. Irgendwie alles, was ich gerne hätte, fliegt im Moment auf der Hauler rum. Sieben Cell. Tschüss. Na gut. Da unten ist er. Ich will jetzt nichtsdestotrotz nochmal an die Trade Station fliegen, um Vorräte aufzustocken, zu verkaufen, was auch immer. Und dann schaue ich noch in dieses andere, nicht in das Distribution Center, in das Bounty Hunter Office. Und dann sehen wir uns gleich wieder im K27-System oder auf dem Weg darauf dorthin. Ich bin auf dem Weg zu diesem K7-2-System. Sind noch ungefähr 40 Lichtjahre.
Ich bin jetzt hier in irgendeinem belanglosen System. Hier war eine weiße Raumstation. Ich dachte, ich guck mal, vielleicht finde ich was Interessantes. Und da, ups. Von den Far eine Atonement Station? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das ist, und deswegen will ich mir es anschauen. Ich war auch zwischenzeitlich noch in einer Mining Site gewesen. Da waren Polaris-Formen mit einer kleinen Mining-Quest für die Polarisse. Wo ist es denn das Gespenstisches? Und entsprechend habe ich die gemacht. Es gab zur Belohnung Geld und ein bisschen Ruf und ein Poster. Poster hängen wir jetzt gleich mal unten in die Kantine. Man musste 6000 Ilmarit abbauen und ein Shipment draus machen und entsprechend abgeben. Das war mit dem CV-Laser eine relativ kurzfristige Angelegenheit. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich mein Poster hingepackt habe. Vermutlich ist es im Harvest Controller. Ich habe so viel abgebaut, dass ich noch ein zweites Shipment habe. Polaris Mining Operation. Vielleicht malen wir die Wand auch ein bisschen bunter an, dann kommt das vielleicht ein bisschen besser. So eine rabenschwarze Wand, wobei das ist halt eine Xenowand, ne? Irgendeine befriedigte Textur drauf zu kriegen, ist halt auch. Nicht einfach. Oh nee, komm. Ich wollte eigentlich LCD-Displays drauf montieren, ne, damit man das nicht sieht, aber. Oder wir machen da Verkleidung drauf und hängen die Brust daneben dran. Das ist ja gar gruselig. Boah, da wirkt es doch schon viel schöner. Viel gemütlicher. Man soll sich ja hier in der Kantine auch ein bisschen entspannen können. Immer noch ein bisschen steril. Vielleicht stellen wir da noch eine Theke mit dem Officer hin. Ein Theken-Officer? Das ist er, glaube ich, jawohl. Den gibt's halt leider auch nur in sitzend, ne? Also ich würde das gerne ein bisschen freundlicher gestalten. Das ist schließlich hier, auch wenn es eine Militärkantine ist, ne? Es ist ja jetzt also
Auch ein Militärschiff kann es ja ein bisschen angenehm sein. Gut, dann nehmen wir natürlich hier den Abzug, das ist klar, damit die Hitze raus kann. Zu aufdringlich. Ja, so wird das doch langsam. Brauchen wir noch einen schönen Fußboden. Eigentlich wollte ich ja jetzt überhaupt nicht malen, aber... Das ist der Essensbereich, da weiß ich noch nicht, wie ich den Boden male. Können wir eigentlich Parkett verlegen, ne? Weil dann der Teppichboden da auch wieder blöd kommt, ne? Nee, das wird mir zu gruselig. Das Grün, das sieht halt auch viel zu krank aus für eine Kantine. Ach so, wird da ein Schuh draus. So wirkt das schon sehr viel freundlicher. Ja, das ist die Textur. Obwohl, die könnten wir da vorne auch grün lassen.
Einfach so mal was können. Das wirkt halt einfach zu giftig mit dem grünen Touch auf dem, gerade auf dem Boden wirkt es zu giftig. Ich dann eine Holztextur drauflegen aufs Regal? Nee, ne? Ja, das ist too much. Besser, wesentlich besser. So, jetzt sollten wir eigentlich ja zu den Fahrern gehen und gucken. Was den Innenausbau angeht, ist bei dem Schiff noch nicht das letzte Wort gesprochen. Maxit. Mal gucken, was die Fahrer denn da so wollen. Oh, sie sind auf jeden Fall mal freundlich. Guten Tag. Kann ich für dich was tun? Blue Pepper, nee, habe ich leider keine dabei. Die liegen irgendwo auf. Oder ich könnte noch mal gucken, ob ich sie dabei habe. Fritsch. Da sehe ich keine Blue Pepper. Ich fürchte, ich habe den Kram auf der. Auf der Bane liegen oder auf der Hauler und da ist mittlerweile der Sprit leer. Oder ich habe den ganzen Gramm schon verkauft. Also ich weiß, dass ich die Dings mitgenommen hatte. Die Pilze. Okay, das ist also eher eine normale Handelsstation auf den ersten Blick. Oh, mehr. Vier Thruster Components, 10 Power Coils, 10 High Output Capacitors. Also Power Coils und High Output Capacitors ist nicht das Thema. Thruster Components, keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Nee. Oh, du kaufst Schrotflinten. Ganz so viel Stück, aber besser wie nix, dann krieg ich die auch los und Multitools krieg ich los. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. 1, 2, 3, 4. Multitools habe ich nicht gezählt. Shotgun. Weg mit. Grüne Multitools.
Weg mit. Sehr gut. Was wolltest du eigentlich an... Nein. An Quest mir anbieten, wollte ich wissen. Fünf Repeating Crossbows. Nee, da muss man zum Talons. Bin ich auch gerade nicht. Du hast Zirax-Waffen. Ein Heat Exchanger. Autsch, mein Kreuz. Heat Exchanger, die brauche ich für irgendwas. Ich weiß nicht für was, aber die brauche ich. Die habe ich wahrscheinlich jetzt zu einem absoluten Höllenpreis gekauft. Du möchtest Large Upgrade Kit, sind gerade aus. So, Autominer Cores, Electric, Superconductors, die brauche ich auch für irgendwas. 10.000. Guck mal, die haben einen Marktwert von 1.700 und ich soll 9 bezahlen. Alter. Scheiß der Hund drauf, ich brauche die Dinger. Ich habe es gesehen, für irgendwas brauche ich sie. Ich glaube, für den ganz dicken Reaktor. Ja, den Fusionsreaktor, der braucht Superkonduktoren 32 und 36 Heat Exchanger. Habe ich es doch richtig im Hinterkopf gehabt. Und wir brauchen das Rezept dafür natürlich. 5x5x5, das ist so krass. Radiation Shielding, Superkonduktor. Das heißt, ich brauche jetzt noch 31 Stück von den Teilen. Das sind noch 31.000 Gold. Oder Credits oder whatsoever. Ja, gut, dass wir früh genug anfangen zu kaufen. Hacking Software Spam. Ja, die habe ich. Die kannst du haben. Hacking Software Spam. Bitteschön. Bitteschön. Ab. Ah, das haben wir gerade eben schon geguckt. Communication Equipment. Ja. 750, ich soll 3 bezahlen. Das ist so unglaublich. Ich glaube, wir suchen die Fabriken und kaufen es da günstig. Oder gucken, ob wir es eintauschen können gegen irgendwas. Das ist ja nur noch brutal. Das sind Wohnungen. Guckucks. Ah, Badezimmer. Und das sind wir jetzt in diesem fragwürdigen Turm, der einfach nur lustig aussieht. Aber offensichtlich keine andere Funktion hat, außer schön auszusehen. So, mal hoch mit dir. Ja, und das ist der Control Center oder das Control Center, welchen Artikel man auch lieber hat. Eigentlich das, aber jeder wie er möchte. Sodele. Wo ging's denn hier raus? Hier geht's nicht weiter runter, hier ist Boden. Ja. Kann doch nicht sein. Hat wieder geklemmt. War kein Boden, war Klemm. Okay, vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin auch schon wieder weg. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir den Kram für den Reaktor herkriegen, wenn wir zu viel Geld haben. Öfters mal was Neues.
Schild ist aus, wessenthalben. Ach ja, weil ich im Keller rumgedoktert habe. Ich bin jetzt in der Nähe von diesem K2-7-System. Ich wollte jetzt einfach mal die Kamera einschalten und euch mitnehmen. Der nächste Sprung führt uns dorthin. Bin mal gespannt, wie die Quest weitergeht. Das ist jetzt wieder der Trigger hier, on enter system oder so, der wieder nicht funktioniert. Wieder mega begeistert. Ich gebe jetzt mal ganz pauschal Elion die Schuld, denn wenn ein Event nicht triggert, dann mag ich schwer glauben, dass das an der Mod liegt. Wäre auch jetzt nicht das allererste Mal, dass Quests hängen in dem Spiel. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das anhaken können. Nee, Warp to the Gas Giants Barren Moon. Vielleicht packen wir es so, ansonsten muss ich noch mal kurz aus dem Spiel raus, die Gamefiles anpassen. Ich soll zu dem Barren Moon fliegen, ich weiß nicht, welcher er meint. Ein UCH-Reset-Chip ist placed hier, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Komm, ich gehe mal kurz speichern, geht das Gamefile ändern. So, wieder zurück. Jetzt wollen wir mal schauen, ob ich das richtig gefummelt habe. Nö. Ja. Neu einlesen. PDA RD. Ja, perfekt. Habe ich doch richtig gefummelt. So. Warp to the Gas Giants Barren Moon. Machen wir das mal. Dann nehmen wir einfach mal den erstbesten. Müssen wir noch den Warp-Marker finden. Hier drüben ist er. So. Ich soll die Piratendiebe finden und sie konfrontieren? Klar. Konfrontieren können wir, wenn wir nichts können, aber schießen. Wir lassen die Artillerie mal aus, dass noch was übrig bleibt von dem Kutter. Piraten sind normalerweise nicht so dick gepanzert. Das wird sie aber auch nicht weiter schützen. Feind Bridge Control. Okay, die sind dann wohl nicht da, ne? Die Laser sind auf jeden Fall an. Falls sich irgendwas nähern sollte. Ach, schwebe ich da wieder drunter.
Das sieht kaputt aus. Was ist denn das? Ein Konstruktor. Da ist der Kern. Kruscht. Mehr kruscht. Da ist sogar ein Alien-Container. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ein bisschen Kleinkram. Nehmen wir trotzdem. Alles, was wir haben, muss man nicht kaufen. Guten Tag. Dann schauen wir mal die Logfiles an. Input Data into PDA. Ja, absolut. Die kann ja was tun, die PDA. Unsere IDA, die kann das jetzt mal lesen und bearbeiten. Ach, jetzt bin ich auf der Unterseite. Land on Barren Moon. Ja, das wird lustig. Hi, Detail. Mit der kleinen Dart. Große ist nicht dafür gebaut, um irgendwo zu landen. Ich will es auch wirklich nicht ausprobieren. Wir gucken mal, ob wir mit der kleinen Dart irgendwie zurechtkommen. Ansonsten muss ich die Bane holen, so leid mir es tut. Ich muss auch die Große mal wieder auftanken, ein bisschen Pentaxid nachfüllen. Ich muss sagen, das Rumgewabe da. Das geht ganz schön auf den Pentaxid-Tank. Im Moment bin ich nur noch am Nachfüllen. So, nicht allzu nah dran. Sonst können wir nachher wieder nicht zusteigen. Ich habe das Problem schon mal gehabt. Dann machen wir die Thrusters auf jeden Fall mal aus. Oh. Die Laser wegen mir. Können wir ein bisschen Sprit nachfüllen? Dann fühle ich mich einfach wohler. Ich meine, 20%, das ist noch, das sind noch 40.000 Sprit, aber ich fühle mich einfach besser, wenn da ein bisschen mehr im Tank ist. Zum Beispiel so. So. Ach du liebes bisschen. Machen wir da mal Munition rein. Fuel ist drin, Oxygen ist drin. Da ist schon nachgeladen. Wir betreten Polaris-Gebiet, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Inspector Ring 1. Ach, das ist das Zeugs hier. Ring 2.
Eine Silicon Mine. Gucken, was man da kaufen kann. Wahrscheinlich Silikon. Ach, ich habe den EV-Booster an. Ach, ich glaube, ich war schon mal in so einem Ding. Das war aber keine Silikon-Mine, das war eine andere Mine. Hoffentlich steht da irgendwo ein Spind. Ja. Ja. Du möchtest Laserdrills kaufen? 1200 über Preis. Ich hab nur keine. Ich hab nur keine. Ja, gut, und das große Schiff ist da sowieso im Orbit. Da ist der Kern. Da geht's nicht weiter runter. Sind wir wenigstens mal ein kleines Stückchen schlauer. Ja, das kann ja was geben. Ich habe zwei EV-Booster drin. Wunderst du dich? Oh Mann, Zieler. Die kann ich, glaube ich, aber auch so nicht rausnehmen, ne? Nee. Zwei Station. Hier eine. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Armor Station drin habe. Ein Konstruktor habe ich drin. Ne, muss ich mal noch eine Anzugstation anbauen. Ja, mit dem kleinen Radar müssen wir auf 500 Meter ran. In was? In Research Crawler? Wie niedlich! Ich werde da nur nicht reinkommen. Ah, vielleicht mit dem Schiff. Ganz frech. Vielleicht gibt es hier eine Anzugsstation. Hoffentlich dürfen wir die dann auch benutzen. Eine Reparaturstation haben wir schon einmal. Konstruktor. Fort. Da ist ein Questmensch. Hallo. Oh. Du kaufst Alien-Zähne. Nee, doch, ja. Und Xenostahlblocks und Xenomaterial. Nee, ich habe dieses aktive Xeno. Das darfst du haben. Weiß ich nicht wohin mit, aber ich habe auch Alien-Parts und Zähne. Ein paar tausend Stück. Was geht denn da jetzt?
da ist der offizielle Eingang. Also entweder bin ich mit Blindheit geschlagen oder hier gibt es keine Anzugstation. Was für einen Sinn macht denn das, hier eine Reparaturstation hinzustellen ohne Anzugstation? Aber da drüben könnten wir uns heilen, wenn wir krank wären. Na gut. Ich hänge fest. Ring 2, 1. Mining Rig 1 ist da vorne. Naja. Wenn wir schon einen Marker haben, ne? Prototype Mining Rig 3. Okay, wir müssen nicht aussteigen. Das ist schon mal sehr gut. Es reicht, wenn wir es also anfliegen. Silikon hat es hier wirklich. Rig 4. Aluminium. Ich bin schon fast versucht, mir eine Kopie von der Burpot hier zu spawnen und oben auf den. Auf die Bright zu stellen. Dass man hier ein bisschen auf den Planeten. Oder Monden oder was auch immer. Was haben wir denn überhaupt? Silicon, Alu, Promethium, Kupfer. Magnesium, wobei Aluminium könnte man mit ein bisschen Glück auch irgendwo im Himmel finden. Tungsten habe ich bis jetzt nur auf dem Planet gefunden. Solange wir ja nur rumfliegen müssen, macht das ja gar nichts aus mit den EV-Boostern. Wir müssen uns wirklich ein Dropship bauen. Hallo Mining Rig 2. Es geht weiter. Fünf. Noch so viel zu tun. Ich brauche ein Dropship, ich brauche eine Space Station. Mining Ship haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile. Könnte natürlich auch die Burpot Mark zweimal bauen mit Laserdrills drauf. Müsste ich mal die Laserdrills, die wir finden, aufheben und nicht ständig in die Fabrik schmeißen oder in den Schredder. Oh,
die Bucket Casino ist da. Zilax Teleportation. Ja. Sonst geht's euch noch ganz knusper, ne? Gott sei Dank sind es nur MG-Fuzis. Aber Level 10, ne? Da ist ein Spawn-Pad. Darf ich das jetzt nicht kaputt schießen oder wie? Find no mention of a schematic in the data logs. You should ask your contact where to find the schematics. So. Hätten wir gar nicht anfassen brauchen, das Ding. Tja, da fehlt der ganze Vorbau, ne? Vermutlich habe ich natürlich auch keinen Blueprint gespeichert. Doch, vor 91 Stunden. Warp to the trading station, a sector with the distribution center, approach contact, speak to contact. Also, sollen wir wieder zurückfliegen, auf gut Deutsch gesagt. Also. Das ist aber ein ganz schöner Weg zurück wieder, ne? So, jetzt möchte ich natürlich gleich mal meine Gutste hier reparieren. Die Pride muss im Out. Oh, ich habe Essen dabei. Wahrscheinlich habe ich das gerade den Ziraxen abgenommen. So, Commodities. Was wollte ich gerade? Im Out musste ich einen Reparaturknubbel liegen haben. Dem ist so. Es ist zwar nur ein kleiner, aber es ist erstmal egal. Retrieve. Guck. Loch. Loch im Hangar. Loch im Hangar weg. So, jetzt muss man da irgendwie auf dem Ding. Verdrehte Steuerung. Und jetzt müssten wir doch das Ding reparieren können. Ich brauche ein Iron Ingot. Das ist absolut im Bereich des Leistbaren. Aber ich vermute mal, ich brauche ein, ich brauche ein Advanced, um die Blöcke wiederherzustellen. Ist das mittlerweile auch in Reforged gefixt worden? Das ist schade. Ich brauche eine Advanced Repair Bucht.
Das ist ärgerlich, ich habe keine. Müssen wir uns die sogar auch noch freischalten? Ja, ich habe noch nie eine gebaut. Das ist alles geklautes Zeug. So. Repairbucht. Komm, bau. Mach hinne. Ach, jetzt ist der Überbleibsel-Container hier noch. Der wird jetzt jede Sekunde despawnen. Ich esse derweil mal was. Ich habe einen Nahrungsmittelverbrauch ohne Ende. So. Sitzen wir drauf. Kupfer und Silicon. Auch das ist nicht das Thema. Ist da noch. Mach. Muss immer erst ein bisschen drüber nachdenken. Er repariert. Wobei ich mir ernsthaft überlege, ob ich das Dropship nicht als gigantisch großes SV baue. Denn ich kann mit dem CV kein CV reparieren, aber ich kann mit dem CV ein SV reparieren. Eigentlich ist es doch egal, an welche Station wir andocken. Wir müssen doch bloß ein Distribution Center finden. Wo ist das nächste F? Ich muss eh noch in den F-System. Nee, muss ich jetzt nicht, weil ich muss ja erstmal die Quest beenden. Wir fliegen da jetzt in das G-System und hoffen, dass wir da eine. G-Systeme sind aber sehr bewohnt. Das sind ja bewohnbare Systeme. Ja, sehr bewohnt, weil es ein bewohnbares System ist. Das ist schlau, aber nein. Ihr wisst, was ich meine. Das Leben. Deswegen werden wir vermutlich auch eine Raumstation finden. Da hätten wir sogar eine Polaris-Raumstation. Wir springen erstmal zu der weißen. Polaris Magpie. Ich habe auch einen Magpie schon erschossen, obwohl kein Polaris war. So, da wären wir. Ich habe doch hier den Schrank. Ich kann doch da mindestens mal einen von diesen Eva-Dingern ausziehen. So kalt ist es hier ja nicht. Guten Tag.
Erstmal wieder die Heinis checken. So, hallo, guter Mann. Ich war bei den Piraten, da war irgendwie gar nichts. Wo ist diese Bedienungsanleitung? Ja, komm, erzähl mir keine Storys vom Pferd. You have completed the mission expedition the forge. So, habe ich jetzt eine Blaupause bekommen oder? I want to trade. Ah, und jetzt kann ich mir die Schematics kaufen. Alles klar. Rich Asteroid Mining Drill. Ice Mining Drill. Automated Industrial Mining Rig. Okay, die kann ich da jetzt kaufen für einen Haufen Geld. Ich habe keine 3 Millionen bezahlt. Okay, also diese Automated Ding, die tun langsamer meinen und haben aber ein wesentlich größeres Fach für Sprit und für den Output. Ich arbeite auch so mit den Autominer-Dingern eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Da kann man die fertigen Teile kaufen oder man kann sich die Schematik kaufen, um sie selber zu bauen. Die Ice Mining Drills, die habe ich auf der Hauler rumliegen. Die müssten wir nur mal zu einem Forschungsschiff bringen. Und die Rich Asteroid Mining Drills, die könnten wir uns jetzt kaufen. Für 132.000. Boah, ich meine, so teuer sind die nicht. Und bevor ich da jetzt wieder halt durch die Galaxis fliege. 47.000 für so eine Schematic. Komm, wir kaufen das jetzt. Wir haben 5,3 Millionen. Nee, das ist zum Verkaufen. Einkaufen sind es 3 Millionen. Wow. Scheißegal. Wir können jetzt Rich Asteroid Mining Drills, wenn wir. Wow, okay, langsam. Ganz langsam, Zieler. Ich flieg zur Hauler zurück und zur Bane und sammle meine ganzen Rezepte ein. Dann suchen wir ein Trading-Schiff, ein UCH-Forschungsschiff. Wenn wir das gefunden haben. Dann tun wir die ganzen Blueprints eintauschen, dass wir die Rezepte bekommen und dann gucken wir mal, ob wir Deuterium und Helium und den ganzen Kladderadatsch abbauen und raffinieren können. Und diesen Dense Ice Mining Freund. Was irgendwo ja dann auch Sinn macht, so dass wir da mal mit den Trade Quests weiterkommen, mit den spannenden. Weil den Low-Level-Kram, den haben wir ja schon. Und ich denke mal, wenn wir da jetzt die besseren Sachen hier herstellen können und tauschen können, dass wir da auch wieder einen Schritt weiter nach vorne kommen in Bezug auf diese Teile hier eintauschen.
denn die kaufen? Ich meine, kann man zusammen kaufen, muss man halt die ganzen Dreadstations abfliegen. Irgendwann mal hast du die Brocken. Die wären zu kaufen garantiert billiger gewesen, wie die 3 Millionen für die Schematic jetzt hier auszugeben, aber egal. Die kann man bestimmt auch renten irgendwo finden. Wir haben ja auch den Ice Mining Drill gefunden. Aber ist okay. Alles okay. Ich freue mich. Ich bin total gehypt im Moment. So, da habe ich nämlich die Bandagen und den Rich Asteroid Mining. So. Fein. Ich bin begeistert. Ich werde Vorbereitungen treffen. Ich werde jetzt meine Schematics einsammeln. Ich werde auch nochmal den ganzen Plunder, der noch auf der. Nicht den ganzen Plunder, ein Teil von dem Plunder. Ich guck mal, wo das SMBH ist. Das ist nämlich das Center der Galaxis. Das ist mitten im Zirax-Territorium. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wo sind denn die Starter-Systeme da hinten irgendwo? Starting Systems. Ich wollte ja eigentlich hier im 00 mein, also im Zentrum der Galaxis meine Raumstation stellen. Mein ganz in die Badlands zurück brauchen wir nicht. Wir müssen Richtung Starting Systems. Okay, ich mach mal die Kamera aus, ich sammle mich zusammen, ich tue meine Schiffe umsortieren. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder einen Meilenstein erreicht. Und jetzt überlege ich erstmal, sortiere mich auf, was wir als nächstes angehen werden.